Erneuerbares Methan, hergestellt aus biologischen Reststoffen und Abfällen. Das ist das Ziel dieser Pilotforschungsanlage. Für den Schiffsverkehr und den Schwerlastverkehr kann Methan die nachhaltige Alternative zu Diesel sein. Zusätzlich entstehen hier weitere Produkte für den Chemie- und Agrarsektor. Dank modularer Bauweise kann die Anlage flexibel an verschiedene Forschungsfragen und Partner angepasst werden. Ein zukunftsweisendes Modell für nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Das Deutsche Biomasseforschungszentrum DBFZ in Leipzig. Hier wurde die Pilotanlage für erneuerbares Methan mit Mitteln vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr gebaut. Karin Naumann und Philipp Knötig leiten das Projekt gemeinsam. Er verantwortet die technischen Anlagen, sie die Integration ins Energiesystem. Die Pilotanlage in Pilot-SPG ist insofern was Besonderes, dass wir eine komplette Prozesskette abbilden, in der aus biogenen Rest- und Abfallstoffen Biomethan bzw. eben auch erneuerbares, strombasiertes Methan hergestellt wird. Und das wirklich Besondere ist, dass wir eben größer sind als der Labormaßstab, den wir eben auch vielfach hier im DBFZ abbilden und einen wichtigen Zwischenschritt darstellen hin zu einem kommerziellen, industriellen Maßstab. Die Nutzung biologischer Reststoffe und Abfälle bietet enormes Potenzial. Sie sind reichlich verfügbar, kostengünstig und konkurrieren nicht mit der Nahrungsmittelproduktion. In der Anlage werden verschiedene Einsatzstoffe getestet, landwirtschaftliche wie Weizenstroh und Rindergülle sowie kommunale Abfälle wie Bioabfall und Grünschnitt. Nach der Auswahl der richtigen Ausgangsstoffe beginnt der eigentliche Verarbeitungsprozess. Die Pilotanlage ist in mehrere Stationen unterteilt, die jeweils spezifische Funktionen erfüllen. Wir stehen hier vor dem hydrothermalen Reaktor, in dem wir in einer hydrothermalen Vorbehandlung schwer aufschließbare Stoffe wie Stroh und holzartige Abfallstoffe einfacher vergärbar machen wollen. Dies geschieht nach einem ähnlichen Prinzip wie in einem Schnellkochtopf. Im Reaktor wird das Substrat mit Wasser gemischt und erhitzt. Der entstehende Druck sorgt dafür, dass die harten Zellwände der Biomasse aufgeschlossen werden, wodurch später mehr Methan gewonnen werden kann. Anschließend gelangt die Biomasse in die Biogasreaktoren. Wir haben zwei verschiedene Reaktortypen hier in unserer Forschungsanlage, einen Rührkesselreaktor und eben diesen Tropfenströmer. Und so können wir verschiedene Einsatzstoffe in diesen Reaktortypen vergleichen. Und dabei hilft uns ganz besonders auch die hohe Dichte an Sensortechnik, die wir an diesen Anlagen verbaut haben, um digital die Prozesse auszuwerten. Die umfangreiche Sensorik ermöglicht präzise Analysen und Optimierungen. Mit der Biogasproduktion ist jedoch erst die Hälfte des Weges zurückgelegt. In der nächsten Station, der Methanisierung, wird das erzeugte Biogas mit Wasserstoff gemischt. Bei hohen Temperaturen und Druck reagieren die Gase an einem Katalysator zu reinem Methan, einem vielseitig einsetzbaren Energieträger. Am Ende haben wir ein Methangemisch aus Biogas und neuem Methan aus der Reaktion. Und das entspricht Kraftstoffqualität. Es kann als Kraftstoff eingesetzt werden, aber es kann auch alle Erdgasanwendungen ersetzen. Und somit haben wir hier eine Technologie, die direkt einsetzbar ist, um Emissionen zu reduzieren. Das Methan ist derzeit das wichtigste Produkt der Pilotanlage. Doch es werden noch weitere Nebenprodukte mit dem Gärrest produziert, also dem, was in der Biogasanlage übrig bleibt. In verschiedenen Prozess- und Trennschritten trennen wir den Gärrest auf, um Nährstoffe zurückzugewinnen. Wir gehen erst in eine Schneckenpresse, dort haben wir eine Festflüssigtrennung. Der Feststoff kann in dem Fall, je nach Einsatzstoff, auch direkt wieder auf landwirtschaftliche Flächen zurückgeführt werden. Zum Beispiel zur Humusbildung und um die Nährstoffe auch auf die Flächen zurückzuführen. Die Flüssigphase durchläuft weitere Trennverfahren. Dekanter, Ultrafiltration und Umkehrosmose. Dadurch werden wertvolle Nährstoffe wie Stickstoff, Phosphor und Kalium gewonnen, die als Düngemittel eingesetzt werden können. Diese zusätzlichen Nebenprodukte sind der Schlüssel zur Nachhaltigkeit. Wir fahren hier einen Bioraffinerieansatz, das heißt, wir stellen vor allem erneuerbares Methan als Hauptprodukt bereit. Damit wollen wir primär den Verkehrs- und Energiesektor bedienen. Aber für eine nachhaltige Biomassennutzung und eine Kreislaufwirtschaft ist es auch wichtig, wertige Nebenprodukte zu produzieren. Damit können wir perspektivisch eben auch den stofflichen Nutzungssektor bedienen.
Diese ganzheitliche Betrachtung macht den Bioraffinerieansatz zukunftsweisend. Für den Schritt von der wissenschaftlichen Vision zur wirtschaftlichen Realität ist jedoch die Zusammenarbeit von Forschung und Industrie entscheidend. Im Vorhaben Pilot-SPG wollen wir Daten und Analyseergebnisse bereitstellen, die es Unternehmen ermöglichen, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Dabei betrachten wir einerseits die technischen und ökonomisch-ökologischen Ergebnisse der Konzeptbewertung. Andererseits werden natürlich auch Rahmenbedingungen, Potenziale und Marktentwicklungen mit einbezogen. Dank der modularen Bauweise kann die Pilotanlage flexibel an verschiedene Forschungsfragen angepasst werden. So entsteht am Deutschen Biomasseforschungszentrum eine Brücke zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Ein wichtiger Baustein für die Energiewende und die Kreislaufwirtschaft der Zukunft.